Hallo und herzlich willkommen zurück zu Illusion of Time, hier im Sphärenportal mal wieder. Und wir haben uns im letzten Part am Ende in diesen Ritter hier verwandelt, der sich Frieda nennt. Und wozu das gut ist, das werdet ihr gleich sehen. Denn vielleicht ist euch aufgefallen, dass unsere Flöte ja nur einen begrenzten Platz hat, also eine begrenzte Reichweite, mit der wir an diesen Schalter nicht rankamen. Dazu brauchten wir zum Beispiel Freedan jetzt. Außerdem ist er ein wenig stärker. Ihr seht, er nimmt ein bisschen mehr ab. Also, der macht jetzt keine Diät oder so, ne? So, jetzt bin ich endlich mal durchgekommen. 11 Gegner. Du bist einer davon. Ihr seht schon, der hat ein bisschen mehr Lebensanzeige als die vorher so. Jetzt muss man seinen Kopf kaputt machen, finde ich auch ein bisschen eklig. Das erinnert mich eigentlich wieder sehr an Zelda. Da gibt es ja auch so eine Skelette, die da meinen, ihre Knochen und den Kopf nach einem werfen zu müssen. Und ja, so einer ist das auch gewesen. Ich möchte gerne Lebensenergie haben. Die hält man aber hier nicht so. Das ist auch nicht wie bei Zelda, wo man dann eben Herz findet und sagt, oh ja, ich habe mein Leben wieder aufgefüllt. Man muss wirklich immer zu Gaia gehen oder Heilkräuter verwenden. Anders geht das in dem Spiel nicht. Hat alles seine Vor- und Nachteile. Ist natürlich ärgerlich, wenn man es gerade wirklich mal dringend bräuchte und dem Tode sehr nahe ist, aber man kann ja nicht alles haben, ne? Und hier finden wir ein rotes Juwel. Das zweite in diesem Verlies, in diesem Trakt, wie soll ich es denn nennen? Ein Gegner. Und der befindet sich hier. Das ist wieder einer, der dann den Kopf verliert. Immer einen kühlen Kopf bewahren, mein Freund. So, haben wir stärkere Abwehr erhalten. Außerdem wird uns diese Barriere dort geöffnet. Weiter, 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 weiter. So. Wenn alle Gegner vernichtet sind, kann Will wieder seine normale Gestalt annehmen. Das heißt also, wir verwandeln uns jetzt wieder zurück in den kleinen Jungen, in den Will. Ich weiß gar nicht, wie alt er ist. Wenn da jemand Infos hat, würde ich mich echt darüber freuen, weil das hat mich schon immer interessiert. Ich weiß nur, er ist jugendlich. Ist auch irgendwo ein rotes Juwel. Bin ich mir sehr sicher. Da. Jetzt muss ich gucken, habe ich jetzt alles gefunden in diesem... Ich hatte eins in Edwards Schloss hinter einer Säule. Ja. In der Schatztruhe, noch eine Schatztruhe. Hatte ich. Bei den Fässern, ja, alles. Jetzt sehen wir hier oben so einen Blauschopf. Sieht komisch aus. Ist ein Mädchen. Ich habe dich beobachtet. Wie ich kannst auch du deine Gestalt ändern. Ich bin Lilly aus Itori. Der Pflanzengeist ist mein Beschützer. Wie kannst du eine Melodie kennen, die nur in Itori bekannt ist? Ich lernte sie von Lola, meiner Großmutter. Sie summte sie immer, wenn sie besorgt war. Ich habe ihren Kuchen probiert. Ich schmeckte sehr seltsam. Findest du nicht auch? Du kennst meine Großmutter? What the fuck? Ja, sie bat mich, dir beizustehen, wenn du in Gefahr bist. Wieder hören wir dieses befremdliche Geräusch. Ich werde gerufen, ich muss gehen. Wir werden uns wiedersehen, Will. Leb wohl. Nun stellen wir fest, dieser Regenwurm mit dieser Perücke auf dem Kopf, das ist Lilly. Ich weiß nicht, wie man auf diese Form kam. Wahrscheinlich wegen Pusteblumen so ein bisschen. Ja, ich habe hier noch die Melodie im Inventar angewählt. Ausgerüstet quasi. Hier müssen wir jetzt gucken. Hier finden wir nämlich was sehr, sehr Wichtiges. Ich weiß aber nicht, ob das jetzt schon ist oder erst, wenn wir hier gleich nochmal herkommen. Da bin ich mir jetzt gerade unschlüssig. Denn hier finden wir etwas, was wir noch brauchen werden in unserer auf unserer Reise. Bin ich jetzt dran vorbeigelaufen? Scheint ja gerade nicht so wichtig gewesen zu sein. Weiter, weiter, weiter. Willst du Kara mit dir mitnehmen? Lass dich vom König nicht erwischen, bitte. Achte gut auf die Prinzessin. Werde ich tun, diese verwöhnte Göre. Jetzt sehen wir diese Ansicht nochmal bei Nacht, auch immer noch wunderschön. Da bin ich, Kara. Ich wusste, dass du kommst.
Danke. Hat die Wache draußen geschlafen? Sein Spitzname ist alte Schnarchnase. Er schläft sogar im Stehen. Dein kleines Ferkel kam und... Ich habe ihn Hamlet getauft. Süß, nicht wahr? Er ist sehr schlau. Er ist irgendwie anders als andere Schweine. Bitte, nimm mich mit. Sie läuft ganz normal und ich renne. Ja, ich nehme die Prinzessin mit mir mit. Jetzt bist du wieder durch das Kellergewölbe. Nee, warte. Jetzt muss ich hier auf jeden Fall nochmal runter. Und irgendwo hier ist nämlich noch was ganz Wichtiges, was wir noch brauchen. Da ist es. Gefunden. Große Jagdkeule gefunden. Ihr werdet euch jetzt fragen, wozu brauchst du denn das? Ist das eine neue Waffe oder so? Kann man das irgendwem über die Birne rüberziehen? Nee. Jetzt haben wir alles. Lass uns verschwinden, bevor die Soldaten auftauchen. Können wir jetzt einfach rauslaufen? Ja, können wir, okay. Endlich geht es los. Gehen wir zu deinem Haus. Ich mache mir um deine Großeltern Sorgen. Ihr allzu wildes Haus. Wir eilen heißt, wir schlendern gemütlich zurück zum Südkap. Und nach diesem Abenteuer jetzt in Edwards Schloss habe ich nur einmal die Gelegenheit, den Fischer an einer bestimmten Stelle sitzen zu sehen, und das ist für uns sehr wesentlich. Wir sehen hier, ist alles verwüstet worden. Oh Gott, oh Gott. Was passiert? Schrecklich, wer könnte das getan haben? Wo sind meine Großeltern? Großvater Bill! Oma Lola! Ich schau oben nach. Alles ist hier umhergeworfen, zerstört und grauenhaft. Er denkt jetzt, in dem Haus befindet sich bestimmt ein Hinweis. Da oben. Will, komm schnell herauf, ich hab was entdeckt. Sekunde. Es klingelt. So Leute, da bin ich wieder. Es hat ja eben, wie ihr gehört habt, bestimmt an meiner Tür geklingelt. Tja, ich hab mal wieder schöne Gaben bekommen. Ich hatte mir nämlich ein paar Haushaltsartikel bestellt. Ich hatte mir zum einen ein Bügelbrett bestellt, dann einen Staubsauger und so eine coole große Aufbewahrungsbox. Richtig geil. So. Der gute Mann hat das jetzt hier hochgebracht und jetzt kann ich die hier anquatschen. Was ist geschehen? Dort an der Wand. Das Zeichen des Schakals. Der Schakal war hier. Der Schakal? What the fuck? Er ist ein Jäger und arbeitet für meine Mutter. Das Böse wohnt in ihm. Er hat keine Skrupel. Nichts kann ihn aufhalten, wenn er jemanden jagt. Das Leben eines anderen bedeutet ihm nichts. Aber warum meine Großeltern? Da kommt wieder Lilly. Hab keine Angst, ihr beiden. Du bist diejenige, die... Wer bist du? Ich bin eine Freundin von Will. Lilly, weißt du, was geschehen ist? Sorge dich nicht, deine Großeltern sind beide in Sicherheit. Sie sind in meinem Dorf. In deinem Dorf? Das ist Ituri. Ich habe noch nie von diesem Dorf gehört. Natürlich nicht. Mein Dorf ist von einer mystischen Barriere umgeben. Normale Menschen können es nicht sehen. Komm mit, Will. Na gut, ich komme. Ich will auch mit. Das ist zu gefährlich für eine Prinzessin. Mein Vater ist König. Ich mache, was immer ich will. Ich mag diese Frau nicht. Ich möchte jetzt allerdings noch nicht mit. Weil ich möchte diesen Augenblick dazu nutzen, mal hier unten zu schauen, ob der Fischer sich vielleicht schon woanders hingesetzt hat. Ja, hier sitzt er. Auch wenn ich mich anders hinstelle, kann ich es nicht hochziehen. Aber das ist nicht das, was ich wollte. Der muss nämlich hier vorne irgendwo sitzen. Meine Jungs werden mir auch nichts anderes erzählen. Ein paar Mal rein, wieder rauslaufen. Wie, ich habe dieses Juwel jetzt verpasst. Ups, das habe ich schon verraten.
Ja, nee, also der muss sich schon ein paar Mal umher. Der muss da vorne sitzen. Der sitzt nur einmal da. Er labert immer noch dasselbe. Was ist mit dir, Will? Du siehst so bedrückt aus. Willst du nicht darüber sprechen? Was ist los? Du benimmst dich nicht so wie der gute alte Will. Mann. Ich weiß nicht, wie oft ich jetzt hier noch hin und her laufen muss. Ach ja. Was soll ich sagen? Es ist Wochenende. Meine Waschmaschine läuft noch. Es ist jetzt wie spät? 11:54 Uhr. Also eigentlich müsste meine Waschmaschine auch demnächst mal fertig werden, hoffe ich. Na gut, noch ist keine Mittagsruhe. irgendwie. Wie klappt das hier nicht? Scheiße. Setz dich gefälligst woanders hin. Spast. Ich werde einmal hier hochgehen. Ach nee, halt, ich werde einmal diesen coolen Juwelier besuchen hier unten. Auf dem Dach. Ist ja auch naheliegend. Ich würde mich auch als Juwelier auf dem Dach verstecken. Ich bin der Juwelier, der Reisende zwischen den Kontinenten. Ich bewahre ein Juwel für dich auf. Bewahre mein Juwel. 6. Du hast mehr als 3 Juwelen gesammelt. Laut der Liste erhältst du nun Heilkräuter. Ah, es ist wichtig so. Jetzt bin ich nur zufällig hier. So, jetzt habe ich das abgegeben. Er sitzt immer noch da. Das ist äußerst suboptimal. Das finde ich nicht schön. Wirklich ganz und gar nicht. Jetzt muss ich erstmal hier lang und nein, meinen tollen Lehrer mit seinen coolen Gedichten werde ich jetzt nicht nochmal ansprechen. Ich werde jetzt mal wieder in das Sphärenportal gehen und werde mich heilen lassen und speichern. Ja, speichern. Ja, Reise fortführen, bitte. Wir haben schon 83 von diesen Kometenstücken da gesammelt. Von diesen, ne, ihr wisst schon. Und das ist äußerst gut. Weil bei 100 bekommen wir ein neues Leben. Oh, jetzt sitzt er wieder da. Du sollst hier vorne sitzen, hier vorne. Das kapiert der Sack irgendwie nicht. Ich weiß nicht, ob ich euch das jetzt hier noch zumuten kann. Ich würde mal sagen, ich gehe noch so oft rein und raus, bis er endlich da sitzt. Bis gleich.